Hallo und willkommen zu digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. In diesem Abschnitt geht es um Überabtastung und wir werden sehen, wie uns Überabtastung helfen kann, um unsere Filterentwürfe noch entspannter machen zu können. Das Thema Überabtastung oder Oversampling hatten wir uns schon im Kapitel über Quantisierungsrauschen angeguckt. Und da hatten wir gesagt, Oversampling heißt, ich taste ein Signal deutlich höher ab, als ich es eigentlich müsste. Und jetzt seit diesem Kapitel wissen wir, was das eigentlich heißt, nämlich dass wir mindestens mit der doppelten Signalbandbreite abtasten müssen. Und wenn wir deutlich höhere Abtastrate wählen, dann nennt man das halt Oversampling. Und die Definition ist dementsprechend, ich vergleiche die Abtastrate mit der doppelten Bandbreite und nenne das dann Oversampling. Und in dem Kapitel über Quantisierungsrauschen hatten wir uns angeguckt, dass wenn ich wirklich nur mit der minimalen Abtastrate abtaste, dann konzentriert sich mein gesamtes Quantisierungsrauschen auf diesen Bereich von minus B bis B, also meine Signalbandbreite. Und wenn ich überabtaste, also mit einer deutlich höheren Abtastrate rangehe, dann verteilt sich dieses Rauschen über einen breiteren Frequenzbereich. Die Fläche unter diesen beiden Kästen ist natürlich gleich groß, aber ich habe eine geringere Rauschleistungsdichte. Das hilft mir an sich noch nichts. Wenn ich dieses Signal jetzt wieder zurückverwandle, habe ich immer noch die gleiche Rauschleistung hier unter meinem Kästchen. Und das entspricht nach wie vor meinem Quantisierungsrauschen Q² Zwölftel. Interessant wird das Ganze jetzt, wenn ich mit einem digitalen Tiefpass einen Teil meines breitbandigen Rauschens rausschneide. Und zwar jetzt idealerweise alles außerhalb meiner Signalbandbreite, dann reduziert sich nämlich meine Gesamtrauschleistung auf EN, also die Gesamtrauschleistung aufgrund meiner Quantisierung oder was auch immer mein Breitbandrauschen ausgelöst hat, dividiert durch die Oversampling Rate. Und wenn sich jetzt meine Gesamtrauschleistung nach der Filterung um dieses Oversampling Ratio verringert, dann erhöht sich dementsprechend mein SQNR um den gleichen Faktor. Das heißt, ich bekomme eine bessere Performance. Und diesen zusätzlichen Faktor OSR, den ich jetzt vorher nicht gehabt habe, den kann ich in meine Formel mit reinziehen für das maximale SQNR. Und weil das hier einfach als Multiplikator auftaucht, taucht es jetzt im Logarithmus als plus 10 log OSR auf. Das heißt, damit kann ich direkt abschätzen, wie viel mir ein bestimmtes Oversampling-Ratio eigentlich so bringt. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, dieses 10 log OSR mit den 6W, dann sehe ich, dass wenn ich mein Oversampling-Ratio hier verdopple, dann bringt mir das 10 log 2, also 3 dB, und eine Erhöhung jetzt meiner Wortlänge um ein Bit bringt mir 6 dB. Das heißt, pro Verdopplung meines Oversampling Ratios gewinne ich quasi ein halbes Bit. Und wichtig ist dabei natürlich, ich muss diese Tiefpassfilterung anwenden, ich muss das ganze Quantisierungsrauschen außerhalb meiner Signalbandbreite unterdrücken. Sonst funktioniert das nicht so. Und das ist natürlich jetzt eine coole Sache, weil hiermit kann ich im Prinzip jetzt einen Wandler nach meinen Bedürfnissen tunen. Ich kann zwischen Abtastgeschwindigkeit und Auflösung hin und her laufen. Und bei ganz vielen Wandlern, speziell bei Sigma-Delta-Wandlern, funktioniert das auch genauso. Da finden Sie im Datenblatt für verschiedene Sampling-Raten, verschiedene Wortlängen, verschiedene SQNRs. Und nochmal, das vergisst man nämlich wirklich leicht, es reicht nicht einfach schneller abzutasten, sondern Sie müssen anschließend die Bandbreite wirklich wieder begrenzen im Digitalen auf die Nutzbandbreite. Und das heißt, wenn ich jetzt wirklich normales, reines Oversampling habe, dann brauche ich schon ein ziemlich großes Oversampling-Ratio, um wirklich ein paar Bits dazu zu bekommen. Wenn ich beispielsweise ein Oversampling-Ratio von 64 habe, das ist 2 hoch 6, dann gibt mir das gerade mal 3 zusätzliche Bits. Vielleicht sind das genau die 3 Bits, die ich brauche und die 64 reichen dann aus, aber es ist generell schon kein so signifikanter Gewinn. Es gibt effizientere Methoden
und die setzen aber voraus, dass ich mein Quantisierungsrauschen spektral forme. Und spektral formen heißt, durch eine spezielle Rückkopplungsstruktur ist mein Rauschen jetzt nicht mehr weiß, ist nicht mehr gleich verteilt über alle Frequenzen, sondern ein deutlich höherer Teil meines Rauschens habe ich zu höheren Frequenzen hingeschoben. Und damit macht natürlich so eine Tiefpassfilterung noch viel mehr Sinn, das wird dann noch effizienter, weil ich dann das ganze hochfrequente Rauschen damit ausblende. Und die Frage, die wir in der Vorlesung dann noch diskutieren werden, das können Sie sich mal überlegen, wenn das so toll klappt mit dem Oversampling, kann ich das vielleicht auch nachträglich noch machen? Das heißt, ich habe ein 10-Bit ADC, habe den 100 kHz abgetastet. Und kann ich denn jetzt nachträglich meine Abtastrate noch erhöhen und auf die hat mein SQNR verbessern? Und die Abtastrate erhöhen nachträglich, das kann ich, das ist das Thema vom nächsten Kapitel. Es ist wie gesagt nur die Frage, verbessert sich mein SQNR dadurch? Ja, beantworte ich nächstes Mal in der Vorlesung. Jetzt kommen wir zu dem Andockpunkt vom letzten Abschnitt, nämlich zu dem Anti-Aliasing-Filter, was ich brauche. Und da werden wir sehen, dass dafür Oversampling wirklich sehr viel bringt und dass deshalb eigentlich, wenn man jetzt nicht extrem hohe Sample-Raten braucht, dass eigentlich fast alle Analog-Digital-Wandler im Oversampling-Modus betrieben werden, weil nämlich der Entwurf des Anti-Aliasing-Filters viel einfacher wird. Nehmen wir ein Beispiel. Und zwar wollen wir, dass keinerlei Aliasing ins Nutzband gestattet ist. Beispiel aus der Audiowelt. Das heißt, wir haben eine Abtastrate von 44,1 kHz. Und unsere Nutzbandbreite, die Eckfrequenz vom Durchlassband, sollen 20 kHz sein. Und dann hatten wir im letzten Abschnitt ausgerechnet, dass dann die Eckfrequenz vom Sperrband sein muss, Abtastrate minus das FdB, dann kommen wir auf 24,1 kHz. Das heißt zwar, dass ich dann Aliasing bekomme in diesem Übergangsbereich zwischen 20 kHz und 22,05 kHz, aber da brauche ich dann halt einen Digitalfilter, um das später rauszufiltern. So sähe jetzt mein Filterentwurf aus für ein ganz normales Anti-Alias-Filter ohne Oversampling. Und im Vergleich nehme ich jetzt eine Oversampling-Rate von 4, das heißt, ich habe die vierfache Abtastfrequenz, also 176,4 kHz. Und das heißt, wenn ich es genauso berechne wie hier oben, dass die Eckfrequenz von meinem Sperrband jetzt bei 156,4 kHz liegt und nicht mehr bei 24,1. Das heißt, dieser Bereich hier, der ist viel, viel geschmeidiger, viel, viel entspannter als bei dem Entwurf ohne Oversampling. Und wie viel das jetzt heißt, was das bedeutet für die Praxis, das gucken wir uns auf der nächsten Folie an. Und um das mal so ein bisschen abzuschätzen, habe ich jetzt mal als ein einfach berechenbaren Entwurf einen Butterworth-Filter genommen. Das hat nämlich den Betragsgang, der durch diese Formel hier gegeben ist. Und wenn jetzt die Frequenz deutlich überhalb von meiner Corner-Frequenz ist, das heißt, wenn dieser Term hier viel größer als 1 ist, dann kann ich die 1 weglassen und dann wird die Berechnung der Übertragungscharakteristik noch viel einfacher. Corner-Frequenz, wie gesagt, die minus 3 dB-Frequenz, das sieht man schon, wenn beide hier identisch sind, dann steht hier 1 dividiert durch 1 plus 1. Ja, das stimmt jetzt auch nicht so ganz, hier müsste noch ein J irgendwo dazwischen stehen. Aber auch dafür gilt, wenn ich weit noch weg bin von meiner Corner-Frequenz, dann stimmt diese Näherung hier. Und um jetzt die Ordnung mal abzuschätzen, die ich brauche für eine vorgegebene Dämpfung ASB bei meinem Sperrband. Da gucken wir nochmal kurz zurück. Darum geht es ja letzten Endes, wo liegt dieser Punkt, bei welcher Frequenz und wie tief runter muss ich mit meiner Dämpfung jetzt gehen. Unendliche Dämpfung schaffe ich ja weder mit dem analogen noch mit einem digitalen Filter. So, und damit ich jetzt die Eckfrequenz von meinem Durchlassband nähern kann, mache ich jetzt wirklich eine sehr grobe Näherung und sage, okay, dieses FdB entspricht ungefähr dem FC. Die Näherung hier dran ist, dass das dann hieße, dass an der Ecke von meinem Nutzband, also bei der höchsten Frequenz, der Betragsgang bereits um minus 3 dB abgefallen ist. Das mag manchmal akzeptabel sein, normalerweise ist es das nicht. Das heißt, in Wirklichkeit schaltet man noch so einen Entwurfsalgorithmus vor,
Dem gibt man die Eckfrequenzen von Durchlassband und Sperrband und die entsprechenden Dämpfungen. Und dann berechnet er daraus die Cornerfrequenz und die notwendige Ordnung. Aber uns geht es ja nur mal um einen Vergleich und um eine grobe Abschätzung. So, und das heißt, jetzt muss ich diese Gleichung im Prinzip auflösen. Ich will eine bestimmte Dämpfung haben bei einer bestimmten Frequenz f. Das heißt, hier steht jetzt ASB, das ist ungefähr gleich das hier hoch 2 hoch n. Das muss ich irgendwie nach 2n auflösen. Und jetzt ein bisschen grob mathematisch geschrieben, heißt das, ich muss jetzt den Logarithmus zur Basis fc dividiert durch fsb berechnen für die Dämpfung ASB. Und das hier kann ich ja auflösen durch 10er Logarithmus von ASB dividiert durch 10er Logarithmus von diesem Verhältnis. Und dann kann ich auch tatsächlich das mit dem Taschenrechner ausrechnen. So, nehmen wir die Zahlenwerte von der vorigen Folie. Erwünschte Dämpfung von 80 dB. Das entspricht dem linearen 10 hoch minus 4. Und die Eckfrequenzen des FSB waren ja in dem einen Fall ohne Oversampling 24,1 kHz. So, wenn ich das jetzt hier alles einsetze, dann komme ich auf eine Ordnung größer als 24,7 raus. Das ist eigentlich mit einem analogen Filter nicht realisierbar. Nehmen wir Oversampling, dann brauche ich eine Ordnung von größer als 4,2. Ja, das heißt, ich muss irgendwie einen Filter fünfter Ordnung machen, das geht schon. Aber Sie sehen, selbst hier, selbst trotz Oversampling, benötigt man da schon eine relativ hohe Dämpfung. Also eine relativ hohe Filterordnung, meine ich. In der Praxis würde man deshalb einen Chebyshev-Filter anstelle eines Butterworth-Filters nehmen, meistens jedenfalls. Das hat einen deutlich steileren Abfall und dann würden in beiden Fällen hier die Ordnung reduziert werden. Aber nur mit Oversampling bekomme ich tatsächlich einen wirklich endgechillten Filterentwurf. So, das war's für heute. Kurzer Abschnitt und danke fürs Zuhören und Mitmachen wie immer.